Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf meinem Kanal LP Born for Minecraft. Heute stelle ich euch die neue Minecraft Snapshot Version 12W39A vor und schon hier im Debug Monitor seht ihr die ersten Änderungen, nämlich bei der Anzeige X, Y und Z Achse. Moment, ich hole mal kurz meine Maus, dann kann ich euch das zeigen. Hier bei der X-Achse wird jetzt nicht nur die Position eures Spielers angezeigt, sondern auch die Position, die Koordinaten des Chunks, in dem ihr gerade seid und wie ihr euch in dem Chunk im Moment befindet. Und das gleiche seht ihr auch hier bei der Z-Achse. Also hier wurden die Koordinatenanzeigen etwas geändert. Ja, und außerdem wurde ein neues Lichtsystem eingefügt. In dem Snapshot gibt es keine neuen Items oder irgendwas. Allerdings wurde eben das Lichtsystem komplett überarbeitet und soll jetzt komplett bugfrei sein. Also ihr kennt ja diese schwarzen Stellen in NPC-Dörfern oder an Bergen vor allem, die es früher gab. Und die sollen jetzt komplett weg sein. Kann ich leider nicht bestätigen, Mojang. Tut mir leid, muss ich gleich widerlegen. Und zwar mit verschiedenen schwarzen Stellen hier. Zum Beispiel hier, die Stelle hier soll, glaube ich, normal nicht so schwarz sein und hier auch nicht so abgehackt aussehen. Anderes Beispiel ist hier unten in der Höhle, habe ich gleich entdeckt noch. Das ich euch auch noch kurz vorführen werde. Fliegt man da mal schnell hin. Also auch hier unten in der Höhle, wie ihr seht, Lichtbugs gibt es immer noch. Allerdings wurde durch das neue Lichtsystem wurden weitere Bugs hinzugefügt. Zum Beispiel könnt ihr gar keine neue Welt mehr laden oder das Laden der Welt dauert sehr lange. Also das Welterstellen ist verbuggt, seitdem es das neue Lichtsystem gibt, das auch buggt. Also irgendwie hat sich da Mojang jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ja, im Zuge von den neuen Lichtverhältnissen gibt es jetzt auch Kürbisse. Also, ja, Kürbisse gibt es schon länger. Aber die leuchten jetzt besonders toll, in Anführungsstrichen. Ich mache mal schnell Nacht, damit man das sieht. Und dann setze ich mal hier den Kürbis hin. Und wenn wir jetzt hier hochfliegen, sehen wir, dass der in diese Richtung hier minimal stärker leuchtet. Minimale Änderung. Und zwar sollte der stärker leuchten in die Richtung, in der der Kürbis das Gesicht hat. Allerdings ist es auch verbuggt, weil der stärkere Lichtschein immer nach Süden zeigt, anstatt in die Richtung, in die das Gesicht geschnitzt ist. Also auch die Neuerung ist verbuggt, obwohl sie so lächerlich winzig ist. Aber gut. Also nochmal Mojang Bravo. Dann können wir jetzt wieder Tag machen. Timeset 0. Und dann anscheinend wurde noch gefixt, dass es keine Lichtbugs mehr bei Treppen und Stufen gibt. Ja, die Lichtbugs waren selten, deswegen kann ich euch jetzt auch nicht sagen, ob die seltenen Lichtbugs jetzt nicht mehr auftreten. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass der Snapshot bisher der lächerlichste ist, den Mojang gemacht hat. Außer ich habe eine riesengroße Neuerung übersehen. Glaube ich jetzt eher weniger dran, muss ich sagen. Anscheinend gab es noch weitere Bugfixes. Was genau da gemeint ist, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall wird es nichts Grandioses sein. Und ja, ich bin mal gespannt, ob sie vielleicht noch ein B-Snapshot nachschieben, weil eben die Weltgenerierung so verbuggt ist. Aber gut, gucken wir mal. Das war es auf jeden Fall von mir erstmal zu dem Snapshot. Meiner Meinung nach, wie gesagt, der schlechteste und lächerlichste Snapshot, den Mojang bisher gemacht hat. Eure Meinung könnt ihr natürlich auch unten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat das Video trotz lächerlichem Snapshot gefallen. Und ich freue mich auf euch in meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao!